Hallo ihr Lieben, wieder ein Workshop. Und diesmal soll es nur um zwei ganz kleine Sachen gehen. Die eine kennt ihr schon bis zum Abwinken, aber es gibt gerade einen Chart-Hit, der das so wunderbar präsentiert, dass ich einfach nicht widerstehen konnte, den auszusuchen, damit wir uns das nochmal in Erinnerung rufen. Ihr kennt es, unsere drei Töne. Und wenn ihr irgendwas hören wollt, weil ihr nicht mehr genau wisst, wie sie gehen und ihr wollt einen schönen Hit dazu hören, dann macht ihr euch einfach dieses Stück an hier und hört mal auf die ersten drei Töne. Alles klar? Schon erkannt, was es ist? Wahrscheinlich, ne? Was wir hiermit schon rumgedoktert haben, mit diesen drei Tönen. In welcher Reihenfolge auch immer. Es waren so viele Hits und immer wieder kommen sie drin, im Bass, in der Melodie oder so. Aber dass es jemand so wunderbar gleich am Anfang präsentiert, ist das nicht schön? Und die Musik, die danach kommt, ist natürlich auch unglaublich schön. Und da kommt ein zweites Element auch wieder. Haben wir schon gehabt? Erinnert ihr euch an Mr. Saxobeat? Alexandra Stan. Wisst ihr noch, ne? Da habe ich euch was erzählt, dass es in einer Oper von Georges Bizet, Carmen, eine Szene gibt, in der ein Stück gesungen wird, heißt Habanera, ganz berühmt. Da ist dieser Rhythmus auch drin. Wenn wir jetzt kurz reinhören in diesen Song hier, dann werdet ihr merken, dass zwar in einem ruhigen Tempo, aber immer wieder dieser Pulsschlag da ist. Tom, tutam, pum, bam. Warum? Weil der irgendwas mit einem richtigen Leben zu tun hat. Ne? Kann eigentlich gar nicht anders sein. Warum wird der sonst so oft angewandt, wenn es darum geht, Musik Ausdruck zu verleihen? Hören wir mal. Da tut so, als ob es unsere drei Töne werden sollen und dann geht es anders weiter. Ne? Das ist wie so ein langsames Mr. Saxo-Beat. Und immer so weiter. Könnt ihr die ganze Zeit, wenn ihr wollt, macht ihr euch dieses Nehmt das in euch rein und lasst es laufen. Und dieser Rhythmus ist nicht in der Popmusik erfunden. Haben wir schon bei der Habanera gesehen. Und ganz ehrlich, die Musik dieser Habanera ist eigentlich auch sowas wie ein Pop-Hit. Ja? Aber schauen wir mal in ein Stück rein, da ist das viel schneller. Aber was? Ich habe nicht ganz genau den Anfang, aber ihr werdet es merken. Gleich kurz nachdem das hier losspielt, ist richtig schöne, coole, klassische Musik von Robert Schumann. Dauert gar nicht lange, dann fängt es an. Tum, 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 mittendrin. Achtung! Da ist er. Nochmal. Und jetzt immer wieder. Nochmal. Und immer so weiter. Das baut er jetzt immer wieder ein in sein Stück. Ich versuche mal eine Stelle zu finden. Das ist. Irgendwo hier gleich müsste das losgehen. Oh, kommt Godzilla, ne? Bei Robert Schumann. Hm. Da. Da. Wir machen mal mit, wie lange das dauert, bis es wieder aufhört. Es hört nicht auf. Immer mehr. Ist die ganze Zeit Mr. Saxo-Beat-Rhythmus. Hä? Kein Ende. Der wird immer schneller, ne? Nee, es ist immer noch da. Boah, Hörner. Jawohl, Hollywood. Jetzt sind wir hier schon irgendwie anderthalb Minuten dabei. Immer zu. Uff, da ist Schluss. Hä? Das ganze Ding besteht eigentlich aus weiter nichts, als aus dem Rhythmus von Mr. Saxobeat oder ja, was ihr wollt, hört mal rein. In eurer Musik. Die ganze Zeit dieses Ding geklaut aus der Klassik. Robert Schumann, das war seine vierte Sinfonie, hat es neulich sogar im Kino gegeben, das Stück. Viel Spaß damit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.